Heute wollen wir mal versuchen, etwas Neues zu starten. Und zwar christliche News. Einmal im Monat werde ich versuchen, christliche News euch vorzustellen. Und ja, ich werde für den Monat Oktober heute mal anfangen. Das Erste, was ich euch vorstellen will, ist, ich habe einen Brief bekommen von Anja Schäfer. 26 Jahre und in dem Brief war eine CD von ihr mit 8 Demo-Beispielen, weil sie ist eine Sängerin. Ja, und wollte mal, dass ich da mal reinhöre und dann meine Meinung dazu sage. Allerdings, ja, ich verstehe nicht so viel von Musik, gebe ich ja zu. Deswegen bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber vielleicht könnt ihr ja mal in ihre Stücke reinhören. Sie hat auf ihrer Internetseite so Demostücke und dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Vielleicht lassen wir die Musik auch mal so nebenbei laufen. Dann möchte ich euch heute noch eine Seite vorstellen. Das ist die Seite die-Jesus. -spur.de. Eine christliche Seite von ERF. Und ja, da geht es halt um Jesus. Wenn du ein bisschen mehr über Jesus erfahren willst, ist das sicherlich die richtige Seite für dich. Dann möchte ich noch auf Halloween hinweisen, welcher ja am 31. Oktober ist. Und aus christlicher Sicht ist Halloween ein bisschen umstritten. Ich werde mir ein paar Seiten dazu heraussuchen und diese dann hier verlinken. Wir machen in Kirswe Halloween ist immer so, dass wir bewusst eine christliche Gegenveranstaltung zu Halloween setzen. Und dieses Jahr ist es das A28. Das A28 ist eine christliche Veranstaltung von Rheinisch-Westfälischen EC-Verband. Und dieses Jahr ist es in Kirspe. Die christlichen Gruppen aus Kirspe sind da alle beteiligt, also CVJM, EC, Kirchengemeinde Kirspe. Und zusätzlich sind noch andere christliche Verbände beteiligt, also zum Beispiel CVJM Eyringhausen oder auch die evangelische Kirchengemeinde Lüdenscheid-Plettenberg. Also ja, das ist eine ganz große Veranstaltung. Wir rechnen so mit 200 bis 300 Jugendlichen, wo wir dann eine ganze Nacht, also das heißt 8-to-8, weil es von 8 Uhr anfängt und bis 8 Uhr morgens dann durchgeht. Und wird bestimmt klasse. Also wenn du Lust hast und mal in der Gegend bist, kannst du mal vorbeischauen. Wenn nicht, kannst du mal überlegen, ob du auch irgendetwas planst, Halloween, eine christliche Gegenveranstaltung zu machen. Kannst du mal überlegen. Und wenn, dann kannst du mal davon berichten. So, das waren jetzt auch schon meine ersten News für diesen Monat. Vielleicht hast du ja irgendwelche Vorschläge für den nächsten Monat. Würde mich darüber freuen, wenn da etwas kommt und ich nicht alle Themen selber suchen muss. Ja, wenn du was Interessantes weißt für den nächsten Monat, kannst mir ja mal Bescheid sagen. Und jetzt hören wir mal der Anja zu. Ihre CD kann man übrigens für 8 Euro auf ihrer Seite kaufen. Oh,
sind wild, wie du misst. Zeig ihr, dass da noch was anderes ist. Von oben und von unten, von rechts und von links. Deine Hände halten dich, ganz egal, wie hoch du springst. Versteck dich nicht, draußen fehlt so viel Licht. Sie suchen dich, erinnere dich. Los, ich bin bereit für jeden Weg, den